Moin, hier ist Eivor. Willkommen zu einem neuen Video von Angelus. Viel Spaß und wir sehen uns in Valhalla. Moin, hier ist der Angelus. Willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video und einem neuen Let's Play Projekt und einem neuen Assassin's Creed Spiel, nämlich Assassin's Creed Mirage. Damit geht es hier heute los auf meinem Kanal. Wunderschöner Startbildschirm hier. Ich begrüße euch hier. Ja, zurück zu Assassin's Creed. Endlich mal wieder. Lange her, Valhalla, das Let's Play liegt schon ein wenig zurück. Und jetzt freue ich mich, hier in ein neues Abenteuer zu starten. Ja, wir reisen in das alte Bagdad im 9. Jahrhundert und gehen in der Zeit sogar noch mal wieder etwas zurück. Also dieses Abenteuer hier spielt vor den Ereignissen, die wir in Valhalla gesehen haben. Hier lernen wir den jungen Straßendieb Basim kennen. Und wir lernen ihn sogar das allererste Mal so richtig kennen, weil in Valhalla ist zwar sein alter Körper dabei, aber die Persönlichkeit ist etwas anders. Kompliziertes Thema, da werde ich auch im Let's Play hier auf jeden Fall noch drauf eingehen. Für Valhalla sind das natürlich alles Spoiler, also wenn ihr das Ende von Valhalla noch nicht gesehen habt, dann schaut da gerne nochmal rein oder spielt es auf jeden Fall selbst. Ja, weil sonst versteht ihr dann hier nicht die Zusammenhänge richtig, wer Basim ist und warum Basim in Valhalla nicht mehr Basim ist. Also, ich bin gespannt, wie uns das Spiel das Ganze hier erklären wird. Freue mich richtig drauf. Es wird ein kürzeres Assassin's Creed werden, denn es war ursprünglich mal geplant als zusätzlichen DLC für Valhalla. Und dann haben sie sich doch umentschieden und haben das als eigenständiges Spiel, als eigenständiges Abenteuer nochmal auf den Markt gebracht und noch ein bisschen größer gemacht als ein Standard-DLC. Aber es wird nicht so groß sein wie die letzten Assassin's Creed-Teile, vielleicht so 30 Stunden Spielzeit oder 15 Stunden für die Story und 30 für das Ganze. Mal schauen, wie lange ich brauche. Ich brauche ja immer ein bisschen länger, weil ich immer versuche, alles auf 100% zu spielen. Und ja, wenn ihr Bock habt, schaltet ihr auf jeden Fall täglich wieder ein. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr das ganze Projekt wieder unterstützen würdet mit einem Like und einem Kommentar. Das hilft mir und meinem Kanal immer weiter. Vielleicht seid ihr auch neu auf meinem Kanal und wenn ihr Let's Plays mögt, könnt ihr den Kanal auch gerne abonnieren. Hier kommen täglich Videos. Alle Assassin's Creed-Teile gibt es schon zu sehen, sind alle als Playlist vorhanden auf meinem Kanal. Erste Kanalseite sind die auch unten komplett aufgelistet, alle Assassin's Creed-Teile. Ich bin großer Fan der Reihe, spiele sie seit Anfang an, seit 2007. Und ja, jetzt auch nochmal ein riesen Dankeschön an Ubisoft, dass ich Assassin's Creed Mirage schon eine Woche vor Release schon spielen konnte und euch jetzt hier auch pünktlich die erste Folge zeigen kann. Ja, ich gehe auch gleich mal rein ins Spiel. Ich bin gespannt, wie das Spiel startet. Ich will nicht so viel vorweg von der Story erzählen, wie ich mir das gerade vorstelle, sondern ich schaue mir erstmal an, wie das Spiel startet und dann gehe ich dann drauf ein, zu den Ereignissen, die wir am Ende noch von Valhalla gesehen haben. Also, neues Spiel. Ihr seht hier, ich habe noch nicht gestartet. Ich kann nichts laden, ich kann nicht fortsetzen. Ich starte jetzt das erste Mal hier im Video ein neues Spiel zu Assassin's Creed Mirage. Viel Spaß mit dem Anfang. Ihr habt nach dieser Erinnerung gefragt. Ich log, sagte, sie wäre verloren. Ich dachte, sie verleite zu falschen Schlüssen. Doch dieser Mann lebte viele Leben. Er hat uns etwas beizubringen. Als er zu uns kam, war er kaum mehr als ein gewöhnlicher Dieb. Er schlug sich auf den Straßen Bagdads durch und wollte eine bessere Zukunft. Nicht nur für sich, sondern für alle, die am Rande der Gesellschaft litten. Zwar lebte er in einem goldenen Zeitalter, im Herzen des blühenden Abbasiden-Kalifats, doch kratzt man an der Oberfläche, kommt eine Verderbnis zum Vorschein. Der Orden der Ältesten kämpfte um Einfluss und verbreitete Grauen im Land. Die Verborgenen, wie wir damals hießen, widersetzten sich. Und griffen unseren Feind aus dem Schatten an. Ein ewiger Konflikt. Und damals stand er in seinem Zentrum. Basim ibn Ishaq. Er folgte dem Credo. Er hinterfragte es. Das müssen wir auch. Wir alle können die Schatten, in denen wir wandeln, für das Licht halten, dem wir dienen. Es mag die Zeit kommen, in der wir so geprüft werden wie er. Und ich fürchte, diese Zeit kommt bald. Hallelujah.
Ruhig, Basim. Atme. War es wieder der Djinn? Und was wollte unser Freund diesmal? Mir das Fleisch von den Knochen reißen? Meine Eingeweide fressen? Er spricht nie viel, doch er hinterlässt Spuren. Ich kann ihn immer noch auf meiner Haut spüren. Nicht sehr originell. Das solltest du ihm mal sagen. Vergiss den Djinn mal einen Moment. Der Tag ist jung und es steht Arbeit an. Es gibt einen neuen Auftrag von Darwish. Für wen? Die schon wieder? Da verdienen wir ja mehr, wenn wir Wasser an Kamele verkaufen. Ach komm, Nihal. Wo bleibt dein Pflichtgefühl? Pflichtgefühl macht uns nicht satt. Nein, aber es sättigt die Seele. Ich warte draußen. Okay, dann sind wir im Spiel. Zusätzliche Inhalte freigeschaltet für die Deluxe-Paket. Dankeschön, das ändert. Okay, der Meisterdieb von Al-Anbar, verlasse das Versteck. Ja, das war der Anfang. Da haben wir den Vater von Desmond gehört, wie er uns hier nochmal was erzählt hat. Ich dachte, sie zeigen uns nochmal ein bisschen was, denn am Ende von Valhalla, als der zukünftige Basim in die Gegenwart gekommen ist mit dem Stab, den Layla von Cassandra erhalten hat, hat der Vater von Desmond, Mr. Miles... Du sagtest, wir hätten einen Auftrag. Erledigen wir ihn. Genau, Mr. Miles... Ja, ich komme ja schon. Mr. Miles hat ihn ja darum gebeten, sich Blut abzunehmen, damit er das Blut nochmal untersuchen kann. Und das sind jetzt hier die Erinnerungen, die wir durch diese Blutprobe sehen. Damit starten wir also rein ins Spiel. Es braucht nur wenige schlichte Werkzeuge, um die größte Moschee zu bauen. Ich hoffe, deine Weisheit begleitet mich weiter, Vater. Wo auch immer du sein magst. Okay. Ist also auf der Straße aufgewachsen ohne seine Eltern? Billiger Schmuck und angelaufene Münzen. Die Schätze eines Gaunerlebens. Dankeschön. Können wir euch vielleicht verkaufen? Smaragde und Jade-Medaillons. Muss man ja irgendwie auch an Geld kommen. Was haben wir hier vorne noch? Ich sagte Nihal, wir könnten das niemals verkaufen, als sie es stahl. Doch sie konnte nicht widerstehen. Ich frage mich, was sie an diesem alten Plunder nur immer findet. Sieht doch interessant aus. Ist das nicht so ein Navigationsding für die Sterne? Die Sonne wirft lange Schatten. Lassen wir Darwish nicht warten. Noch eine Standpauke ertrage ich nicht. Okay, dann legen wir mal los. Diese Aufträge. Darwish gibt dir eine ganze Menge davon. Er weiß, dass ich ihn nicht enttäusche. Er vertraut dir, so viel ist sicher. Meinst du, das gilt auch für sie? Für diese Gestalten im Schatten? Ich hoffe inzwischen schon. Dann sollten sie das auch zeigen. Du setzt dich der Gefahr aus und sie geben dir sehr wenig dafür. Sie sind Freiheitskämpfer, Nihal. Keine Händler. Ich weiß, was er zählt. Doch sollte der Preis der Freiheit ausreichen, uns satt zu machen. Okay, die reden über die Verborgenen. Hier wurden sie noch Verborgene genannt. Denn der Orden der Assassinen wird erst im 12. Jahrhundert gegründet. Oder 1100 irgendwas. Aber hier wird vielleicht schon wieder ein neuer Grundstein dafür gesetzt. Ich spiele das hier auf der PS5 im Leistungsmodus. Und sieht im Moment alles sehr, sehr flüssig aus. Erstmal wieder die ersten Tutorial-Missionen hier spielen. Reinkommen ins Spiel. Feeling dafür bekommen. Für die neue Steuerung. Gucken, was sie alles geändert haben im Gegensatz zu Valhalla. Was diesen Auftrag angeht. Ich will nicht, dass du meine Worte für aufdringlich hältst. Ich sorge mich nur um dich, Sadiki.
Es ist nicht lästig, sich gegen unsere Unterdrücker zu wehren, wie es die Verborgenen tun. Hältst du dich für den Helden von morgen? Den nächsten Gilgamesch? Nein, ich bin nur der Sohn eines Staatsdieners, der sein Leben der Verbesserung des Lebens seines Volkes verschrieben hatte, um dann erniedrigt und vergessen zu werden. Doch es schmeichelt mir, dass du mir solche Größe zutraust. Ich kann mich nur bemühen. Das habe ich so ganz sicher nicht gemeint. Ich habe es so verstanden. So viele Menschen. Da muss etwas Wichtiges vor sich gehen. Der Kalif wurde in den Winterpalast gerufen. Sicherlich ist es ein reiches Gefolge, das die Menge angelockt hat. Okay, also Basim ist hier auf jeden Fall ein bisschen jünger, aber man hört ja gleich, es ist ein anderer Sprecher als in Valhalla. Komplett andere Stimme. Vielleicht sind sie in Stimmung, etwas zu spenden. Ah, ich verstehe. Eine kleine Fingerübung, um den Verstand zu schärfen. Wenn dieser Auftrag uns schon nicht ernährt, soll es eben das Kalifat tun. Okay, dann lernen wir jetzt mal wieder den neuen Taschendiebstahl, so wie sich das dieser anhört. Dieser Händler hat seine Börse auf dem Tisch liegen lassen. Etwas Einfaches zum Warmwerden. Auf dem Tisch da vorne? Ah ja, ich sehe den Beutel. Adlerauge. Die Fähigkeit besitzt er schon. Stiehl den Beutel, hab ihn gesehen. Und jetzt weg, ehe jemand was bemerkt. Mach dich bereit. Ich wähle sie aus. Ein scharfes Auge und eine geschickte Hand. Ein vortreffliches Paar. Genau. Gutes Team, die beiden. Nihal macht auf jeden Fall einen sympathischen Eindruck. Was haben wir hier? Ist das auch zum Stehlen oder zum Angucken? Einsammeln. Einsammeln, aber kein Diebstahl? Okay, das interessiert hier wohl niemanden. Bisschen Geld, eine Hasenpfote. Ja? Er muss etwas von Wert dabei haben. Ja. Der Beutel hängt an seinem Gürtel. Da links steht eine Wache in Rot. Oh, ich wollte gerade schon drücken, Mensch, dann kommt dieses Bild. Okay, Taschendiebstahl. Setze das Adlerauge ein, um Beutel zu finden, welche Kostbarkeiten enthalten. Drücke in ihrer Nähe Dreieck, um einen Taschendiebstahl durchzuführen. Drücke im richtigen Moment erneut Dreieck, um den Diebstahl erfolgreich abzuschließen, ohne erwischt zu werden. Oh, so ein kleines Minispiel auch noch. Na toll. Ah ja, verstehe. Sei gegrüßt. Kommst du jetzt hierher zurück? Schrei doch nicht. Und dort drüben an dem Stand. Ja. Sie hat auch Geld. Die Dame mit dem Lila. Ah ja. Seht ihr den Beutel? Entschuldigung, die Dame. Ich brauche ihre Geldbörse. Ist für den guten Zweck. Gut gemacht. Du bist wahrlich der Meisterdieb von El Anbar. Höre ich da etwa Neid heraus? Wohl kaum, o größter aller Taschenlehrer. Du bist unmöglich. Jetzt komm. Darwish wartet sicher schon. Okay. Gehen wir hier lang oder wo lang? Ah ja, oben habe ich ja den Kompass. Mal gucken, also den Basim, den Älteren, der mit der anderen Persönlichkeit in Valhalla. Ich fand den Charakter leider nicht besonders sympathisch. Deswegen bin ich mal gespannt, wie der richtige, echte Basim hier sein wird. Solange er noch Basim ist. Schöner Pfahl. Und rein in den Heuhaufen. Geht wieder alles schön locker von der Hand. Da ist Basim. Ja? Sei gegrüßt. Jeder kennt uns. Sie haben aber viel Energie. Schön, ja, ne? Ich bin gespannt, was für Geschichten wir heute hören. Mit Sicherheit großspurige. Hallo, Basim. Komm her. Die Straßendiebe in der Ausbildung, die Kinder hier. Vielleicht auch unser Netzwerk für Informationen. Fahmi. Basim.
Der Kalif ist gerade mit seinem Hofstaat angekommen. Hast du sie gesehen? Habe ich nicht. Aber dafür einige seiner Händler auf dem Marktplatz. Ich war ganz nah dran. El Mutawakkil ist viel, viel größer, als ich gedacht hatte. Ein wirklich riesiger Mann. Kein Wunder. Er schlägt sich den Bauch voll mit Speisen und Gewürzen, die wir, wenn wir Glück haben, einmal im Leben kosten können. Ich hörte Gerüchte über einen wichtigen Besuch. Aber ich kann nicht sagen, von wem. Ich habe Geheimhaltung geschworen. Lass mich raten. Von Halla, der Tochter des Palastwächters. Was? Woher wusstest du das? Ich weiß, wo du wirklich hingehst, wenn du sagst, dass du Wasser holst. Sie ist gütig. Dir eine gute Freundin. Und eines Tages vielleicht mehr. Ah, Bassem! Ich meine es ernst. Sie wird dich von Ärger fernhalten. Das würde dir guttun. Bis dann, Fahmi. Wir haben ja auch am Anfang die Sequenz gesehen, den Albtraum, den er hatte, dass er innerlich schon mit seinen inneren Dämonen schon am Kämpfen ist. Die Frage ist nur, wie lange kann er dem noch standhalten? Hast du was Gutes gestohlen? Amin, wie geht es deinem Knie? Viel besser. Hab's eingewickelt und ein paar Tage geschont, wie du sagtest. Gut. Solange es dir jeden Tag ein bisschen besser geht und du dich nicht überanstrengst, wird es gut verheilen. Ist dir das auch schon mal passiert? Weißt du deshalb, wie man es behandelt? Ich kenne Kratzer und Beulen nur zu gut. Habe aber gelernt, sie zu vermeiden. Das solltest du auch. Wenn ich darf, deine Sandalen sind abgewetzt und geben dir keinen Halt. Deine Knie müssen jede Bewegung stützen. Wir müssen etwas Besseres für dich finden. Etwas, das passt. Aber das ist gar nicht so leicht. Bei Moscheen gibt es Schuhwerk. Da finde ich sicher ein besseres Paar, wenn du mich dafür nicht verurteilst. Ha, mach dir wegen mir keine Sorgen. Das ist eine Sache zwischen dir und Allah, Sadiki. Okay, wie er meint. Vielleicht liegt es auch an der neuen Stimme, dass er ein bisschen sympathischer hier am Anfang rüberkommt. Klingt netter als in Valhalla. Sieh an, da kommt der Vollpelz ja. Ich habe auf dich gewartet. Jemand muss sich ja ums Essen kümmern. Moment! Für Brot. Gebt damit bloß nicht auf dem Markt an. Vertraut mir. Geh zu Saida. Sie verwendet reichlich Butter. Das tut sie wohl. Du siehst müde aus. Geht es dir gut? Nichts, was ein kleines Abenteuer nicht richten könnte. Was brauchen Sie? Ein Frachtverzeichnis aus dem Hafen. Für sich genommen ist es wenig wert, aber die Informationen darin sind nützlich für Sie. Ein Kinderspiel. Haben die nichts Schwierigeres? Ich bin zu so viel mehr fähig. Schluck deinen Stolz herunter. Die Wachen des Kalifen sind zahlreich und du tätest gut daran, das nicht zu vergessen. Du machst dir jetzt mehr Sorgen um mich als zu unserer Zeit in Bagdad. Meine Sorge ist dieselbe. Ich bin nur inzwischen zu alt und zu müde, um sie zu verbergen. Hol die Aufzeichnungen und spute dich. Wir haben noch nicht über meinen Lohn gesprochen. Und das werden wir auch nicht, bis es getan ist. Du weißt, wie die sind. Das war alles? Er ist nur das Sprachrohr. Und du immer noch ein Botenjunge. Diesen Auftrag schaffst du allein. Ich habe gesehen, wie sie mit den ganzen Soldaten okay. zum Winterpalast marschieren. Der Meisterdieb von Al-Hanbar heißt immer noch, stiehl das Verzeichnis, unsere erste Aufgabe, die wir hier von Diebesmeister bekommen. Was haben wir hier? Unter uns Sammlern von Davis Saligi. Oh, wie die größte Schönheit hinter einer unscheinbaren Fassade verborgen sein kann. Unbezahlbare Edelsteine verstecken sich hinter dem einfachsten Stein oder der bescheidensten Ladenfront. Du musst wissen, dass ich erlesene Kostbarkeiten sammle und dass mir zu Ohren kam, du hättest wertvolle Steine aus Sarandib, Smaragde aus Khorasan und Perlen aus dem Meer um Al-Hind auf Lager. Solches Geschmeide würde ich ewig in Ehren halten. Nenn mir einen Preis, ich werde ihn bezahlen. Oder wir klauen es einfach. Vielleicht beides. Okay. Ja, haben wir noch ein paar Kiddies, mit denen wir reden können? Mutia, wohin ist dein Lächeln verschwunden? Was ist passiert? Ich will nicht darüber reden.
Ah, aber ich gehe nicht, bevor du es tust. Wir brauchen jemanden, um die griesgrämigen Winde aus Darwishs Gemächern auszugleichen. Ist er für die dunklen Wolken über dir verantwortlich? Er hat mich angeschrien, mich ein hasenhirniges Balk genannt und nur, weil ich ein paar Wachen aufgescheucht habe, die mich genervt haben. Wie harsch. Ich hätte es genauso wie du gemacht. Meinst du, er wird mich wegschicken? Ah, du kennst ihn nicht so gut wie ich, Mutia. Deswegen sage ich nur eins. Darwish mag grob erscheinen, aber er hat ein weiches Herz. Er versucht nur, dich zu beschützen. Und doch ist etwas Vergeltung angebracht. Was können wir tun? Was können wir tun? Ah, morgen. Wenn alles ruhig ist, setzen wir uns auf ein Dach in der Nähe und werfen Steine gegen seine Wand, wenn er versucht zu schlafen. Ausgezeichnete Idee. Bis später, Bassem. Okay. Also wie er mit den Kindern umgeht, ist schon ganz cool. Kümmert sich hier um alles. Haben Sie sonst noch was über das Verzeichnis gesagt? Oder was Sie damit wollen? Ich sage dir, was Sie mir sagen, Bassem. Wie immer, nur das Nötigste. Warum fragst du? Hä? Ich wüsste gern, was es ist, wozu ich meinen Beitrag leiste. Du hast viel dafür getan, ihre Bestrebungen zu unterstützen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Nur ein Wort der Warnung, denn ich tue dies nun schon lange genug. Alle, wirklich alle, die im Schatten arbeiten, tun dies nur, weil sie es müssen. Angesichts drohender Gefahr zum Beispiel. Und dadurch, dass wir an ihrer Seite arbeiten, haben wir die Gefahr an unsere Tür gelockt. Wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht hineinlassen. Aber sie handeln im Schatten, um dem Licht zu dienen. Du bist auf dich allein gestellt. Ich schaff das schon. Ich will nicht, dass du wütend bist. Ich habe den Auftrag angenommen, also werde ich ihn auch ausführen. Ich bin nicht wütend, Bassem. Ich verstehe nur einfach nicht, warum du deine eigenen Interessen unter die anderer stellst. Du schuldest niemandem etwas außer dir selbst. Vergiss das nicht. Das ist kein Auftrag. Das ist ein Gefallen. Ich arbeite nicht ohne Bezahlung. Okay, sie macht also nichts. Einfach so als Gefallen. Bassem möchte sich also nochmal beweisen. Zeigen, dass er, was er drauf hat. Auch alleine. Nehmen wir nochmal alles mit. Okay, also die Gespräche, wenn da so eine Gesprächsoption da sind, diese Sprechblasen, die werde ich natürlich auch, wie immer, versuchen, alle mitzunehmen. Habe ich ja in den anderen Spielen auch gemacht. Ihr wisst es. Okay, Bassem hat also... Oh, hier ist eine Katze. Bassem hat also die... wie in Valhalla. Den ersten Auftrag angenommen. Wir müssen ein Verzeichnis stehlen. Da bin ich mal gespannt, wie das abläuft. Und wenn ihr auch gespannt seid, Leute, schaltet auf jeden Fall in der nächsten Episode ein. Das war jetzt eine kürzere Episode für den Einstieg des Spiels, um euch schon mal einen kleinen Eindruck zu vermitteln. Und dann geht es hier natürlich in den nächsten Episoden weiter. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Bock habt, jeden Tag einschalten. Und dann erleben wir hier vielleicht die komplette, oder bestimmt auf jeden Fall erleben wir hier die ganze Geschichte von Bassem. Und wie sie sich entwickeln wird, da bin ich selber gespannt, weil ich kenne sie noch nicht. Also Leute, danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Episode von Assassin's Creed Mirage.